Wir befinden uns auf Hivaoa. Hivaoa ist nach Nukuhiva die zweitgrößte Insel der Marquesas. Entsprechend gibt es hier auch eine bessere Infrastruktur. Es ging für uns also direkt in die Stadt zum Einkaufen und Einklarieren. Auf dem Weg dahin sahen wir die ersten Mantarochen in der Ferne. Abends gab es die erste Pizza nach der Überquerung. Ja, um noch einmal alle abzuholen, auf unserer Pazifiküberquerung ist unser vorderes Unterband auf der Steuerbordseite gebrochen. Es fing mit einem Kardel an und dann brachen nach und nach weitere. Und letztendlich hat André dann den Wandenschneider genommen und das Unterband durchtrennt. Wir haben das Wand dann provisorisch repariert und das hat zum Glück dann auch bis zur Ankunft gehalten. Ja, und gestern haben wir festgestellt, dass auch bei der Unterwand auf der Backbordseite ein Kardel gebrochen ist. Es wird also höchste Zeit, diese auszutauschen. Zum Glück sind die vorderen Unterwanden nicht maßgeblich dafür zuständig, dass der Mast hält, sondern primär dazu da, den Mast vorzubiegen, sodass das Gros ein besseres Profil hat. Ja, hier seht ihr einmal den Draht und das Terminal von dem gebrochenen Unterwand. Wir gehen stark davon aus, dass zunächst die mittleren Kardele gebrochen sind und dann eben die äußeren Kardele auch nachgegeben haben. Das finden wir natürlich nicht optimal, weil wir das nicht sehen konnten und dann war es schon zu spät. Wir haben auch von anderen Fällen gehört, wo selbst neue Unterwanden ohne Vorwarnung brachen. Und meistens liegt das eben an den Terminals. Das Salzwasser dringt ein, korrodiert und dann schwächt das eben das Material. Und das kann eben auch sehr schnell gehen. Ja, manchmal gibt es eben auch Fehler beim Walzen, aber es bleibt dabei, man sieht das nicht. Und ja, ohne Vorwarnung brechen dann die Wanden und im schlechtesten Fall ist man dann eben mitten auf einem Ozean und da kann man das natürlich gar nicht gebrauchen. Auch wir haben letztes Jahr einen Rig-Check gemacht, da wurden unsere Wanden auf 7 Jahre geschätzt und ja, uns wurde gesagt, alles sei in Ordnung, aber ja, wie wir jetzt bemerkt haben, ist es nicht alles in Ordnung und deswegen müssen wir jetzt eine Lösung finden und ja, diese austauschen. Wir hatten auf dem Meer dann noch sehr viel Zeit, uns zu überlegen, was wir machen können, was für Optionen wir natürlich auch haben. Aber generell würden wir gerne ein synthetisches Rig ausprobieren, also ein Rig aus Dyneema. Vorteil sehen wir hier darin, dass man selber das Rig reparieren kann. Man ist praktisch sein eigener Rigger und man sieht Schäden sehr viel besser als bei einem Edelstahl-Rig. Ja, und zu Dyneema selber. Dyneema ist eine ultra reißfeste, chemisch hergestellte Faser. Über die Jahre hat sich die Herstellung von Dyneema entwickelt, optimiert und entsprechend gibt es auch verschiedene Typen von Dyneema. Die unterscheiden sich zum Beispiel in der UV-Beständigkeit, im Kriechverhalten, also Dehnung auf Dauer, und in der Bruchlast. Deswegen sind auch nicht alle Typen von Dyneema für das Rigging geeignet. Wir wissen jetzt natürlich nicht, was wir hier bekommen. Wir sind jetzt hier auf Hivaoa. Deswegen werden wir heute mal in einen Bootsladen gehen und uns informieren, welche Möglichkeiten wir haben. Ich glaube, wir müssen gleich mal los, hier kommt Regen. Ja, André hat da dunkle Wolken gesehen, also auf geht's. Und? Ja, also 6 mm haben sie nicht genug. Das heißt, wir müssten mit 8 mm gehen, da haben sie genug von. Die Frage ist, passen die 8 mm durch unsere Wandenspanner, durch die Terminals und so weiter und so fort, weil das ist schon ein bisschen dickeres Material. Das gilt es jetzt noch zu prüfen und dann werden wir wohl mit Dyneema unser Rig erneuern. Das könnte gehen, also durch die Wandenspanner auf jeden Fall. Die Frage ist, oben am Mast, das müsste ich testen. Aber 8 mm haben sie genug. 8 mm wäre sogar besser, auch wenn das erstmal super dick erscheint und eigentlich total Overkill ist für unseren Mast. Aber da sich Dyneema ein bisschen stretcht, also ein bisschen zieht, ist es besser, nur mal größer zu gehen, weil man dann weniger Stretch in der Dyneema-Leine hat. Wir haben alles bekommen, um unsere Unterwanden zu reparieren. Wir haben uns trotzdem auch mal erkundigt, was neue Edelstahlwanden kosten würden. Die würden in Tahiti hergestellt werden und wir haben schon so rausgehört, preislich wäre man da fast bei $800 und für 2 Unterwanden ist das natürlich viel zu viel. Und außerdem hätten wir auch wochenlang darauf warten müssen, deswegen haben wir uns für Dyneema entschieden. Sie hatten welches da und wir haben für 20 Meter 8 mm Dyneema 20 Euro bezahlt. 20 Euro? 200 Euro. Thank you.
Das Dyneema, das wir hier gefunden haben, ist von einem französischen Hersteller. Er nennt es selbst Dyna Light. Ich gehe davon aus, dass das nicht das richtige Dyneema für unser Rig ist. Ich denke, dass das Kriechverhalten dieser Dyneema-Schnur ja ein bisschen zu schlecht ist. Das heißt, es dehnt sich über Zeit und bleibt dann in diesem Zustand. Das will man natürlich vermeiden. Nichtsdestotrotz, wir haben das jetzt gekauft, 8 mm. Und ich denke mal, für einen 5 Meter Unterwand ja, wird das auch vorübergehend auf jeden Fall funktionieren. Wir werden morgen nach Tawata verlegen, das ist ungefähr 12 Meilen entfernt. Hier in der Ankerbucht ist es viel zu schaukelig, der Schwell steht hier in die Bucht rein und so können wir unser Rig nicht reparieren und unser Boot hat jetzt Vorrang. Wir hätten uns zwar Hiva Oa gerne noch länger angeschaut, aber ja, wir wollen wieder ein funktionierendes Rig haben. Wir wurden erneut von einem großen Squall erwischt, der hohe Wellen und viel Regen mit sich brachte. Zum Glück war dieser Turn von Hiva Oa nach Tawata nur sehr kurz. Und in der Bucht angekommen, klarte es endlich auf. Gleich am nächsten Morgen besuchten uns Mantarochen am Boot und wir gingen sofort ins Wasser. Ich war etwas aufgeregt, als ich die Größe der Tiere das erste Mal sah. Oh mein Gott. Dann aber schien es, als würden sie mit uns tanzen wollen. Sie kam immer wieder zu uns geschwommen und es war einfach wunderschön. Tawata hat eine Landfläche von 60 Quadratkilometer und ist die kleinste bewohnte Insel der Marquesas. Wir nutzten diese wunderschöne Bucht, um das erste Mal nach Ankunft so richtig runterzufahren. Und das tat sehr gut, nachdem wir in den letzten Tagen sehr viel unterwegs gewesen waren. Guten Morgen. Ja, die letzten Tage haben wir hier erstmal richtig entspannt. Das war nötig. Aber heute kümmern wir uns um unser Rig. Grant kommt gleich rüber und unterstützt uns. Vor allem dabei, André dann in den Mast hochzuziehen. Und ja, dann hoffen wir, dass wir unsere Unterwanden heute repariert bekommen. André erklärt Grant, wie er vorgehen möchte, um die richtige Länge für das neue Wand zu bestimmen.
Für das neue Unterwand müssen wir jetzt natürlich erstmal die Länge bestimmen und die bestimmen wir direkt mit der Dyneema-Leine. Das heißt, wir werden jetzt nicht ausmessen, wie viele Meter oder Millimeter das sind, sondern wir nutzen die Leine und setzen uns da zwei Markierungen oben und unten und wissen dann genau, wo wir zu spleißen haben. Und dafür muss ich erstmal hoch zur Saling. So, ich werde jetzt direkt das Unterwand schon lösen. Der Mast dürfte auch so stehen, dass wir nachher gleich dann nur noch die neue Dyneema-Leine mit hochnehmen müssen. Gut, wir haben uns die Markierung gesetzt auf der Dyneema-Leine, genau da, wo wir dann schneiden müssen im Endeffekt. Dazu kommt dann noch einmal das Teil Dyneema-Leine, was dann in dem Dyneema reingespleißt wird. Man sagt so, ja, 48 bis 72 mal den Durchmesser von der Dyneema-Leine. Da gibt es unterschiedliche Meinungen im Internet. Wir wählen es ein bisschen größer, also 72 mal 8 mm plus noch das kleine Stück vom Augspleiß, da kommt auch noch was dazu. Leider haben wir beim Boatchandler hier nicht noch mehr von denen gefunden. Das heißt, es wird ein Augspleiß ohne Kausche. Sollte bei dem Durchmesser auch halten. Ich denke nicht, dass sich da groß irgendwas abnutzt. Genau, ist ja eh nur eine vorübergehende Lösung und das werden wir jetzt schneiden. So, wir nutzen für unser Unterwand einen Bromlock-Splice. Man erschafft damit ein Auge, das wirklich statisch ist. Das geht nicht mehr auf und es wird eigentlich auch ja, meistens fürs Rigging verwendet. Deswegen denke ich mal, dass das eine ganz gute Lösung ist. That's a cool part, yeah. So, bevor wir das jetzt quasi wieder reinziehen in das Geflecht, wird es jetzt ausgedünnt und das teilt man jetzt quasi in, wir haben 12 Teile, teilt man in 12 Sektionen und schneidet dann immer eine der Fasern durch, dünnt das aus, am Ende wird es immer dünner und dann ziehen wir es wieder ins Geflecht rein. Not gonna be enough. We need the winches for that. Durch das Spleißen wurde das Unterwand jetzt ein bisschen kürzer, das liegt aber an dem Geflecht und an dem Spleißen selbst. Wir versuchen jetzt das rauszudehnen, dazu nutzen wir jetzt so einen kleinen Knoten, nutzen dazu den Wandenspanner,
ziehen das ein bisschen fest und dann werde ich mich mit dem Gewichten reinlehnen und dann ziehen wir das schon ein bisschen raus. Es reicht, wenn wir jetzt einfach mit dem Körper so ein bisschen reingehen, so bei der normalen Wand. Aber man sieht schon, haben wir schon ein bisschen das rausgezogen. Wow, that's quite a lot more stretch in there, eh? Yeah. Incredible. Still a bit, yeah, too point side, that's how it. Okay. All right, is it gonna fit? Yes. Don't lose anymore. No, so we have, yeah, but a little bit more. I think your measurements, I think your dimensions were spot on there. Yeah, so spot on. Entsprechend haben wir auch das Unterband auf der Backbordseite getauscht und im Anschluss das Rig getrimmt. That's awesome. Also, wir haben jetzt das installiert, wir haben es nochmal ordentlich gestretcht mit dem Wandenspanner selbst und wir haben den meisten Stretch jetzt aus. Natürlich wird es über Zeit das immer weiter kriechen, das ist nicht das richtige Dynamer, aber es schaut schon ziemlich gut aus. Wir haben richtig abgemessen und ja, es macht gerade ziemlich Spaß, es hat besser funktioniert als gedacht. Also es könnte ein Projekt für die Zukunft werden, für das gesamte Rig. That's great, nice job, well impressed.